Hallo liebe Leute und willkommen zurück bei StarCraft 2 mit dabei Sascha. Hallöchen zusammen. Und nachdem wir letztes Mal nach langen 40 Minuten gegen die KI auf Mittel gewonnen haben, haben wir gedacht, komm, jetzt spielen wir auch schwer. Sonst die Einstellung eigentlich das gleiche, die gleichen wie letztes Mal. 2 gegen 2, Sascha und ich gegen KI, Spieltempo normal, feste Allianzen. Wir spielen die Karte Insel des Blutes. Kennen wir auch noch nicht, sieht aber interessant aus, klingt interessant. Ich will mal die Terraner spielen. Sascha nimmt sich die Protoss dieses Mal. Der Computer wird wieder zufällig sein. Und dann geht's los. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Hey, los geht's. Oh Gott. Ui. Okay. Okay, wieder nur ein Zugang, das ist schon mal gut. Ja, aber ich glaube, da in der Mitte ist noch einer, der zerstört werden kann. Also zwei Zugänge quasi. Ja, gut. Okay, los geht's. Das Ganze wieder aus meiner Sicht. So, da ist Sascha. Oh, ich habe die Terraner-Musik voll vermisst. Kann man ja auch nochmal drauf hinweisen, wenn man ein anderes Volk spielt, hat man auch ein anderes Interface, merke ich jetzt gerade nochmal so. Stimmt, jetzt wo du es sagst. Ihr habt nicht genügend Mineralien. Ja, dann gib mal Stille, dass ich genug Mineralien habe. Warum Sascha jetzt schon den ersten Pylon? Du weißt, dass du die Sonde wieder nutzen kannst, ne? Ja, ich war gerade am überlegen, müssen solche Vespin-Geysire innerhalb von Pylonen sein? Nein, ich glaube nicht. Gott sei Dank. Okay. Sonst hätte ich den ersten Pylon schon scheiße gesetzt. Die kannst du so bauen einfach. Achso, der muss ja jetzt weiter bauen. Genau, das habe ich ja schon wieder vergessen. Genau. Das ist jetzt kein Protoss. Und diese lilane Leiste, die kennst du, ne? An deinem Hauptquartier? Du meinst die Energieleiste. Ja genau, die kannst du halt einsetzen, die kannst du auch auf den Nexus anwenden, dann bauen dann Leute schneller Rohstoffe ab. Okay. Also quasi einfach auf das Gebäude anwenden. Moment. Wie meinen? Wenn du das Ding anklickst, ne, dein Hauptquartier. Ja. Dann die Zeitschleife meinst du da? Ja genau. Und die kannst du auf den Nexus machen, also auf das Gebäude an sich. Und das kostet immer 25. Genau, und jetzt bauen deine Leute schneller Rohstoffe ab. Und das kannst du halt auch auf alle anderen Gebäude machen, also Kasernen und so, dann bilden die schneller aus oder Schmieden, dann forschen die schneller. Okay. Ach stimmt, das merke ich gerade. Die Einheit zu erstellen geht deutlich schneller. So. 10, 11, komm, machen wir 12 Einheiten. Wenn wir mal die Karte richtig angucken, hier ist ganz schön dunkel. Hier ist ein schöner Abgang, da ist das Zerstörbare. Und dann haben wir hier vorne noch einen richtigen Aufgang. Okay, das heißt also irgendwo ein bisschen aufpassen hier. So, dann machen wir hier eine Kaserne hin. So. Was nicht passt, wird passend gemacht. Das finde ich eine sehr gute Moral. So. Dann bauen wir gleich mal eine Satellitenzentrale, würde ich sagen. BBF einsatzbereit. Achso, ja, komm, erst bringst du die Mineralien noch weg und dann darfst du da abbauen gehen. Alles klar, Voraussetzung Kaserne. Ja, die bauen wir ja gerade. Da bauen wir gleich noch eine zweite und eine dritte von. Und dann setzen wir hier erstmal ein paar Marines hin, die uns verteidigen. Weil ich glaube, der Gegner wird nicht lange warten, bis er uns angreift. Ja, ich baue auch gerade hier schon mal eine Kaserne. Also, Warpknoten oder wie das Ding hier heißt bei mir, genau. Erstmal so ein Reaktor. Erstellen von zwei anderen gleichzeitig, genau. Die setzt du da hin, wunderbar.
dann gleich die nächste Kaserne daneben. Juhu, Überstunden. Und zur Satellitenzentrale ausbilden. Oder ausbauen, erweitern. Umfunktionieren. Wie auch immer. Wo sind hier Goldfelder? Da unten, ne? Nee. Nee. Glaubst du, auf der Map gibt's überhaupt welche? Guck ich gerade. Ich glaub nicht. Sieht nicht so aus. Nee, gibt's hier nicht. Okay, alles klar. Komm, raus hier. So. Obwohl, noch tun wir das gar nicht so gut. Okay, der eine Gegner ist Zerg. Okay. Ah, sehr gut. So. Du magst mir dann doch bestimmt schon mal, während du hier noch einen Reaktor baust. Schieflock hinsetzen? Ja, Leute, ich kann ja vielleicht mal kurz berichten. Ihr merkt ja gerade vielleicht schon, wir können machen jetzt auch mal längere Folgen online. Ich habe mir nämlich gestern einen neuen Router zugelegt. Achso, das ja. Lag tatsächlich an meinem alten Router, dass ich stündliche Disconnects habe. Also ganz klare Kaufverweigerung vom D-Link DIR 615. Das Ding ist scheiße. Das haben sich schon alle gemerkt. Nein, D-Link, lass die Finger von D-Link, das reicht schon. D-Link ist keine tolle Marke. Oh, warte mit aus, aber wenn du das sagst, dann glauben wir das mal. Ne? So. Das schon mal, ne, jetzt habe ich einen ganz einfachen Netgear-Router. Passt alles prima. Von daher können wir jetzt auch mal länger online zocken. Wir müssen nicht auf Disconnects achten. Hätte ich mal früher machen sollen, dann wäre das alles bei unserem Dingenskirchen hier Formel 1 LP ein bisschen besser gelaufen. Aber hinterher ist man immer schlauer, was? Ja. So. Ach komm, ich habe schon wieder keine Dingenskirchen mehr. Schauen wir mal, was Space Marines aus hier. Untätige WWFs haben wir, glaube ich, auch nicht, das ist gut. Kommt immer noch ein WWF aus hier, dass wir wieder 12 haben. Oh, deine Protoss, deine Freunde da verfolgen schon jemanden. Oder bist du das? Doch, das bist du. Sascha hat sich hier eine Kaserne gebaut, eine Schmiede und setzt Pylonen. Richtig, ich werde da unten auch schon mal meinen zweiten Dingenskirchen hinsetzen. Jo. So. Ich weiß nicht, das ist ein Nexus. Schnelle Eingreiftruppe hier. Mal gucken, ob wir den Gegner überrascht kriegen. Ich glaube zwar nicht, dass das klappt, dafür ist es ein bisschen spät. Eigentlich schon siebte Minute schon. Siebte Spielminute. Reichlich spät für so einen Überraschungsangriff. Für den Versuchten. Los, los, los! Eigentlich war das jetzt auch gerade echt dumm von mir. Ich habe jetzt an allen drei so ein Ding gebaut, dass ich schnell Truppen ausbilden kann, aber keinen mit dem anderen aus Versehen hier. Versehen. Ja, das ist echt nicht so clever. So, komm, 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 rein, 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 rein. Du greifst da oben schon an. Ein paar Rechner. Okay, ich glaube, das ist. Ja, gut. Das lief ja fast gut. Alter Schwede, hat er schon viele Einheiten. Ja, der hatte gar nicht so wenig. Mir auch aufgefallen. Dann machen wir gleich. Erstmal hier 3, 4, 5 WBS ausbilden, bitte. Mal versuchen. Ja, vielleicht. Ja. Boah, wollen wir es mal versuchen, Leute? Ich wäre ja dafür, wir machen mal so einen Marine-Versuch. Nicht genügend Mineralien, das habe ich mir fast gedacht. Ja, das Problem habe ich gerade auch so ein bisschen. Finde ich ein bisschen ätzend. Plonk. Damit wir uns wenigstens ein bisschen verteidigen können. Was brauchen wir da jetzt? Ein Waffenlager brauche ich gleich. Okay, alles klar. Upgrade durchgeführt. Sehr schön. Warte mal, kommst du da? Nee, da. Bitte? Ach, die Rächer können fliegen, so war das. Ja, ne? Ja, ja, genau. Gut, ich hatte nämlich gerade gefragt, wie warst du da überhaupt runtergekommen?
Das war einfach mal so ein Versuch, ne? Mal gucken, ob es klappt. Wenn ja, nee, ich dachte nur, muss ich jetzt gerade vielleicht noch einen anderen Bereich hier abdecken. Von wegen anderer Aufgang noch, den ich nicht gesehen habe. Ja, nee, nee, alles gut. Bauen wir mal ein Waffenlager irgendwo hier hin. Wo brauchen wir denn ein Waffenlager? Da. Oder brauchen wir jetzt eine Fabrik für? Na gut, dann brauchen wir jetzt mal eine Fabrik. Fangen wir damit an. Ich glaube, ich probiere mal so ein ganz standard mieses Terraner-Ding. Ich hau einfach Marines raus. Oh, jetzt habe ich Scheiße gebaut. Warum? Was hast du getan? Aus Versehen Nexus gebaut, wo ich einen Warpknoten hinbauen wollte. Wo? Brich ab! Oh! Zu spät! Scheiße! So kann man natürlich auch 400 Rohstoffe raushauen. LOL! Gut! Ich hab mich schon gewundert, warum das so lange gedauert hat. Ausgezeichnet! Was für eine Scheiße. Ich brauch mal die Post. Ja, ich weiß, dass mir die Post fehlen. Das kann ich erzählen. Und der andere Gegner ist Terraner! Mein Gott, was hat er da schon alles? Alter Schwede! Der baut einen Raumhafen gerade, die kleine. Scheiß jemand dann! Okay. Oh. Oh, der Terraner spioniert aus hier mit seinen WBFs. Und er greift mit ein paar Zergs an. Okay. Was willst du? Sag mal, der kommt dichter und wenn ich angreife, zieht er sich zurück. Ja. So ein Lutscher. Das ist halt im Grunde genommen gar nicht schlecht, ne? So, jetzt brauchen wir gleich noch einen Raumhafen und ein paar Medics. Oh, sie kommen! Wie? Wo? Bei mir. Und oh scheiße, da sind sie jetzt doch durchgebrochen. Sascha, Hilfe! Ja, du bist witzig, Hilfe. Mach da. Dann sagst du, wir werden so ein bisschen überrannt. Fisch? Oh oh. Oh oh. Ich komme! Sehr gut. Ich auch. Oh Gott. Meine Einheiten sind so gut wie tot. Ach du Scheiße! Houston. Ach du Scheiße! Houston, wir haben ein Problem! Okay, alle Truppen, eine Ruhe. Einen zurückziehen, einen zurückziehen. Nein, warte, nicht einen zurückziehen. Lauf, lauf, lauf da oben hin. Oh mein Gott! Brich ab den Bau! Braucht die Rohstoffe noch! Okay, warte, 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 warte. Keine Panik. Okay, braucht Panik, aber. Fuck. Komm, mach eine, mach eine, mach eine. Oh, oh. Sascha, ich glaube, das war doch. Nein, haben wir nicht. Vielleicht doch. Aber. Bau eine Kommandozentrale schneiden. Basis wird angegriffen. Sehr nett. Okay, alles klar. Warum. Was soll denn der Scheiß jetzt hier? Und noch ist nicht zu spät. Warte, warte, warte. Noch ist nicht zu spät. Ui, ui, ui. Weitermachen, weitermachen, weitermachen. Ich hab gesagt, ihr dürft aufhören, ich weiß aber, ihr hört nicht auf, bitte. Oh, mein Lilia ist tot. Fuck. Boah. Haben die mir auch eine ganz die Nase gegeben. Alter Schwede, du! Ach du Schande, ey. Nee, hier geblieben, Kinders. So, jetzt wollen wir erstmal einen WWF, der das da zu Ende baut. Wieso hast du denn da eine Basis hingesetzt? Da oben? Ja. Weil ich dachte, er macht mich komplett platt, damit ich noch weiterspielen kann. Ja, aber das ist ja fast direkt neben seinem Stützpunkt. Ja, guck, das ist Pippin-Logik und Hobbit-Logik, weißt du? Je näher ich am Feind bin, desto weniger erwartet er mich. Ja. Willst du da gleich wieder noch mal neu versuchen, eine Basis aufzubauen? Ja. Gut. Ich stelle nur ein paar Pylonen hin, damit ich ein paar Kanonen da hinsetzen kann. Ja, 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 klar. Make it so. So, einen Raumhafen brauchte ich. Sieh zu. Alter Schwede. Bereit machen, Jungs! Was? Abmarsch bereit!
okay, ohne Marodeure klappt das gar nicht so gut, hab ich festgestellt. Mach's ja da. Wo kann ich die... Hallo? Ja? Mein... Space Marine backt rum. Ja, ich merk grad, der rennt irgendwie zu mir hin. Ich kann den nicht mehr steuern. Was? Voll bekloppt hier. Oder mal Muggel. Moment, was ein Vieh brauche ich dafür? Ein Flottensignalgeber. Wo kriege ich einen Flottensignalgeber her? Der müsste auf der zweiten Seite sein. Ja, ja. Worauf soll ich warten? Schicken wir mal einen. Ach, das kann ich ja gar nicht, weil ich so doof war. Zack. Ah da, Flottensignalgeber. Benötigt Raumportal. Ich muss sagen, ich habe ja am Anfang echt einige Fehler gemacht, wa? Böse Fehler. So. Das Ding bauen wir jetzt mal zur planetaren Festung gleich aus. Direkt. Zack. So. So, du bist gesund, du kommst da rein, du bist gesund, du kommst da rein. Du bist gesund, du kommst da rein. Du bist gesund, du kommst da rein, dann müsst jetzt gleich noch zwei Plätze frei werden, ne? Sonst bilden wir mal Marodeure aus hier, bitte. Du bildest mal noch Space Marines aus. Und zwar zügig. So, Forschung abgeschlossen, alles klar. Bauliste ist voll. So, mein WWF ist auch wieder da. So. Medi wegbauen. Zwei Stück gleich erstmal. Oh, ich hab nicht genug Mineralien. Das ist aber uncool. So, rein damit. Oh. Ja, okay, es war echt eine dumme Idee. Los, weg. Schnell, wieder alle WWFs wegziehen. Oh Mann! Er hat das rausgefunden. Schade, ich hab gedacht, er kriegt's nicht mit vielleicht. Oh, warte, warte, warte. Nein, 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 ich hab Fehler gemacht, Ja, okay, jetzt ist es zu spät. Wie machst du eine Menge Fehler? Zurück! Ja, ich hätte das Ding noch reparieren können. Mit meinen ganzen WBFs hätte er das vielleicht sogar geschafft. Die planetare Festung hätte den Gegner erschossen. Es war nur eine vage Hoffnung. Ja, aber es hätte klappen können. So. So, Flottensignalgeber, hau raus, Freunde das Ding. Der Sonne. Ich brauche auf jeden Fall mal mehr Marines und dann brauchen wir ein paar Marodeure. Oh, oh! Ja, oh, warte! Diesmal habe ich aber ein bisschen was hier. Ach du Scheiße, Leute. Ja, aber auch. Die kriegen so auf die Nase. Ach Wiesen. Du Scheiße, da kommt ihr ja schon mit Verlagerungspanzern und allem an. Oh, oh. Ganz schlecht, ganz schlecht. Krigi, ich kann nichts gegen den ausrichten. Wahrscheinlich auch nicht. Von meinen Mineralienfeldern sind die auch bald leer. Alter, mit was kommt denn da alles an? Eine Menge. Ich brauche WBFs zum Reparieren von den Bunkern. Schnell, 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 schnell. Ja, so, er zieht sich zurück. Gut. Er macht mich hier gerade aus dem Kopf. Hau wegzulaufen, Depp. Ich habe gerade schon wieder keine Einheiten mehr. Was ist denn das für ein Scheiß? Er ist fertig, alles klar. Zurück Mineralien abbauen. Boah, ey. Unsere Verbündeten werden angegriffen. Sascha, ich komme! Sehr gut! So. Wo ist ein WWF? Komm her. Wir würden jetzt mal die Bunker vorverlegen hier nach und nach. Können die Protoss irgendwie Gebäude reparieren? Ich glaube nicht, aber ich kann mir nicht vorstellen. Warte mal, es repariert sich von selbst. Merke ich gerade. Ah, okay. Umso besser. Alter Schwede, wie ich hier hart auf die Fresse kriege, einfach nur. Hier ist das eigentlich, ja? Junge. Oh, ich hab so viel Vespingas, aber keine Mineralien mehr. Wie sieht's bei dir aus? Worum geht's gerade? Sorry, hatte ich. Ich hab halt total viel Vespingas, aber keine Mineralien. Wie sieht's bei dir aus? Bei mir ist beides so lala. Knapp über 1000 von beiden. Knapp über 1000 von beiden. Könntest du mir 400 Mineralien abgeben? 400 Mineralien, klar. Dankeschön. Jo. So.
Scheiß drauf, bau erstmal zwei. Komm. Das hätten wir von Anfang an machen sollen. Also ich. Warum bist du mit der Truppe drin? Bist du bekloppt? Kommt noch was? Kann's kaum noch erwarten. Okay, aber wir können uns fast auf den Punkt da konzentrieren, wo du jetzt deine ganzen Leute sammelst. Irgendwie kommt er doch hauptsächlich über die Ecke. Jawohl, Sascha, guck dir das mal an. Was? Was? Beim Gegner. Ach du Scheiße. Ja, auf jeden Fall werden wir das noch gewinnen. Natürlich! Sehr optimistisch. Wir geben ihm auf die Fresse! Das war hardcore. Ich glaube, ich brauche mal ein paar Panzer oder so. Scheiße. Was für ein Ding? Arachnomine. Arachnomine. Was ist eine Arachnomine? Komm, Junge, wollen wir mal drei Flammenwerfer hier. Scheiße, ich brauche mal ein bisschen mal ein anderes. So, was kann jetzt ein Mutterschiff? Das ist stark. Kann's angreifen? Ja. Okay. Es hat Schilde, es tarnt irgendwie deine Einheiten nebenbei. Okay, dann platzieren wir das doch einfach mal hier hinten, wo auch deine Leute stehen. Und da greift er wieder an. Jawohl, auf jeden Fall. Reparier den Bunker, du Depp! Schnell! Alter, mit was kommt denn der da alles? Auf jeden Fall, Junge. Ja, sehr gut. Holy fuck! Mein Mutterschiff ist gleich down. Ja. Ich hab keine Truppen mehr. Ich auch nicht. Doch, ich hab noch drei. Oh, wie wir auf die Fresse kriegen! So, ich hab noch eine, ich hab keine mehr. Ich würde jetzt aufgehen. Krieg ich für mich gerade leicht überfordert. Ich mich auch. Was machen wir jetzt? Zum Angriff! Alter, what the shit? Ich bleib mal weg vorher. Alter. Okay, ich bin down. Ja, also auf Schwerspiel war definitiv eine sehr gute Idee von uns. Alter! Ja, ich weiß, dass die Basis belagert wird, aber ich kann nichts dabei machen. So. Sascha, du hast alle meine Rohstoffe, viel Glück. Was? Am Arsch! Mach ihn platt! Ja, sicher! Los! Tu was! Mai, ich mach sie alle kaputt, so. Ich hab keine Einheiten mehr. Doch, warte, ich hab noch ein paar Sonden. Mit denen mach ich sie jetzt alle platt. Ja, ist okay, ich hab nicht mehr. Die sind down, bevor ich bei den Gegnern ankomme. Das lief fast gut. Fast, ja. Ja. So ähnlich hatten wir uns das auch vorgestellt. Muss man sagen, also definitiv. Scheiß die Wand an. Vielleicht sollten wir das nächste Mal versuchen, irgendwie zusammen beide Terraner zu spielen. Und uns einzubunkern oder so. Ja. Habe ich noch 200 Mineralien? Wusste ich doch nicht. Sind die wieder her? Hier alles rot blinkt, ne? Alter! Basis wird angegriffen! Basis des Freundes wird belagert! Basis wird angegriffen! Basis des Freundes wird belagert! Ja. Ich würde sagen. Sascha, mein lieber Sascha. Ich mach sie platt! Ich weiß zwar noch nicht mit was, aber ich mach sie platt!
Okay, ich hab gleich keine Mineralien mehr. Du hast noch ist er mit meinen Gebäuden beschäftigt. Ja, ich weiß, ja, ich bei meiner zweiten Basis rüste ich hier gerade alles wirklich aus. Mach's lieber schnell. Ich glaube, ja, das ist auch eine sehr realistische Chance, auf jeden Fall. Ja, ne? Also die Armee, die er da hat, ist definitiv sehr, sehr klein. Wie kann man denn gleich nochmal einen Koloss bauen? Weiß ich nicht, hab ich letzte Woche nicht gemacht. So, Gesandtsvertrag hat keine Streitkräfte mehr. Ich bin raus. Für mich war's das. Oh Gott, er kommt! So, Sascha, jetzt! Jetzt! Auf der Fresse! Oh, das ist ein paar Dicks, das ist gut. Oh, jetzt habe ich keinen Kybernetik-Kern mehr, ich kann keine Oh. So, gucken wir doch mal zu, wie das alles endet jetzt. Ja. Ja, also falls ihr ein bisschen vorgespult haben solltet, weil euch das Video zu lang war, das sind wir, wie wir gerade den Gegner platt machen. Ja. ja, okay, also ich sage, KI hat eindeutig gewonnen. Das würde ich ja jetzt nicht so behaupten, wa? Aber... Wie ist denn aufgebaut hier? So, das sieht man nur von Anfang. Na gut. Boing. Ja, bist du auch aufgedeckt worden? Ich werde in 15 Sekunden aufgedeckt. Ah, okay. Ich glaube, so lange braucht er gar nicht. Ah, doch, da steht noch ein Gebäude von mir, das hat er übersehen. War's das noch nicht? Achso, weil jetzt das eine Ding noch steht, ernsthaft? Ja. So, Sascha, jetzt mach ich ihn platt! Ja, nein. Ich geb da mal auf, wa? Ich glaub auch. Müsste er jetzt nicht platt machen gehen? Keine Ahnung. Doch, er kommt. Doch. Okay. So, gucken wir uns das noch an und dann ist vorbei. Dieser Schuss. Letztes Gebäude. Es geht da mit einem Hydralisken. Oh Gott! Ne, da kommt die Verstärkung. Ja, gut. Bam, bam, bam. Ich würde sagen. Das war nicht gut. Das war nicht so ganz erfolgreich. Ich bin trotzdem Level aufgestiegen mit dem Protoss. Ich bin nur auf Stufe 4 geblieben. Hm. Oh! Und gehen wir gleich mal auf die Punkteübersicht hier. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Oha, ich bin mal vor dir sogar. Ja. Ich glaube, die Terraner sind nicht so unbedingt was für dich, oder? ging. Also eigentlich, ich habe falsch gespielt, glaube ich. Ich habe sehr falsch gespielt. Revanche? Wie kann es eigentlich sein, dass er in derselben Zeit viermal so viel bei Technologie hat als wir? Beziehungsweise bei dir ja sogar achtmal so viel. Guck dir doch mal seine Ressourcen an. Was meinst du, was der in Forschung gesteckt hat? Seine Ressourcen? Also Punkteübersicht. Ja. Gut, Einheiten, weil ich wieder abgeschlagen auf dem letzten Platz, kein Wunder. Dann können wir mal weiter gucken hier. Na, ich habe meinen 46 Einheiten vernichtet. Fast so erfolgreich wie Computer 2, siehst du? Also alles gut. Also Baureihenfolge sind. Ausgaben für Upgrades, ja, boom! Grafen. Xar-Zertrag. Lalalalalala. Aktive Arbeiter. Die hatten beide um die 60 Arbeiter. Da hatte ich mir auch noch so, ich war bei 30. Dann würde ich sagen, an dieser Stelle beenden wir die Aufnahme doch. Ne? Ja, da haben wir ordentlich auf die Fresse bekommen. Oh ja, nächstes Mal müssen wir uns doch nochmal was überlegen. Ja. Dann würde ich sagen, verabschieden wir uns erstmal für diese Folge. Richtig. Vielen Dank fürs Zusehen. Genau. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge hoffentlich wieder. Genau, bis die Tage. Bis dann. Tschüss.